Hallo und sportfrei zu einer neuen Sendung. Wir kümmern uns heute so ein kleines bisschen um das Thema vom letzten Mal. Ihr erinnert euch, wir haben dort das Fußbett trainiert, haben das Einkrallen der Füße geübt und werden heute genau auf dieser Basis ein klein wenig weiter trainieren. Ich habe hier einen Tennisball mit dabei, der hilft euch so ein kleines bisschen den Fuß im Nachhinein mit auszumassieren. Ich möchte diesen Part bloß zum Anfang mit lenken, weil es gibt Menschen, die Probleme mit den Füßen haben. Wahrscheinlich wisst ihr das selber, weil die Orientierung von ärztlicher Seite dort kam. Das heißt, gerade bei einem Diabetes gibt es häufig Veränderungen am Fußsohlenbereich. Deswegen schaut bitte, wenn ihr das nicht spüren könnt, den Druck von dem Ball, oder wenn ihr nicht genau wisst, was mit eurer Fußsohle ist, lasst diese Übung bitte weg nachher und konzentriert euch auf das, was ihr als Empfehlung bekommen habt, vielleicht eben gerade das Eincremen oder leichte Massage mit den Fingern, also nicht so ein hoher Druck vom Ball. Ich gehe aber nachher nochmal drauf zu, bloß wenn ihr jetzt den Anfang seht und euch schon den Ball bereitlegt, schaut bitte, ob es Probleme mit den Füßen gibt. Unsere jetzige Ausgangsposition ist sitzend. Wir können das Ganze wieder auf dem Ball oder auf einen Stuhl machen. Ihr wisst von den letzten Mal noch, dass das Einkrallen der Matte eine Grundübung dafür ist. Wenn ihr das bisher gut üben konntet, werden wir damit jetzt die Vorbereitung abschließen. Das heißt, wir beginnen das Ganze noch einmal. Wir krallen von den Füßen her so ein kleines bisschen die Zehen ein, damit ihr das Gefühl entwickelt, das Fußbett zu erhöhen. Das ist der Kern unserer nachfolgenden Übung. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dass das Fußbett nach oben kommt, versucht ihr dieses zu halten und die Zehen eher locker auf dem Boden abzulegen. Korrigiert von unten her wieder eure Haltung, das heißt vom Sprunggelenk gerade über das Kniegelenk bis zum Becken eine Linie, die Arme sind locker seitlich und wir beginnen unsere Übung. Wir sinken ein klein wenig zusammen. Richten auf, kreist ruhig mal die Schultern etwas nach hinten, senkt wieder ab und wieder. Wir sinken zusammen, korrigieren unsere Haltung, werden richtig groß und senken ab. Die nächste Übung belastet die Füße etwas mehr. Wir schauen nochmal, ist das Fußbett etwas erhoben? Und wir beginnen wie das letzte Mal auch, leicht die Arme mit nach vorn zu bewegen, damit etwas mehr Druck auf den Fuß auszuüben und ihr senkt wieder ab. Und wieder, wir gehen nach vorn. Nutzt bitte auch die Arme in dem Umfang, wie ihr das nutzen könnt und löst wieder auf. Denn ihr wisst, im Alltag kommen wir selten in eine komplett gestreckte Position von den Schultergelenken her. Also wir gehen nach vorn, führen die Arme weit nach oben, halten die Last und lösen langsam wieder auf. Diese Übung könnt ihr gern 10, 15 Mal wiederholen, eine kurze Pause machen. Korrigiert innerlich bitte immer wieder, ob das Fußbett etwas angezogen ist, um genau diese Grundbewegung eben zu erhalten. Wir gehen noch einmal nach oben, lösen auf, senken die Arme ab, lockern die Schultern etwas, senken die Schultern ab, gehen tief. Jetzt zu der vorhin angekündigten Übung. Wir nehmen den Ball. Wir können diese Übung im Stehen machen und auch im Sitzen. Wenn ihr sitzt, bitte nehmt euch einen Stuhl. Wenn ihr fortgeschritten übt, könnt ihr gerne den Ball mit nutzen. Es ist einfach ein höherer Widerstand, der da dort liegt. Und ihr legt den Fuß auf den Ball. Der Hauptpunkt hierbei ist die Hohle des Fußes. Das heißt, ihr beginnt ganz vorsichtig, diese Hohle abzurollen. Ihr könnt gerne auch bis zu den Zehen vorgehen. Denkt aber daran, macht das Ganze erstmal vorsichtig. Gerade wenn euch diese Übung nicht ganz so bekannt ist oder ihr wisst, dass es dort Probleme gibt. Fragt euren Therapeuten, euren Arzt im Vorfeld, ob das die richtige Übung für euch ist. Für diejenigen, die keine Probleme dort in dieser Zone haben, könnt ihr dann gerne auch den Druck etwas erhöhen und mit etwas mehr Druck, so wie wir das jetzt beim Enrico sehen, eben aus dem Stand heraus die Massage des Fußes eben zu machen. Ihr wechselt dann einfach auch mal die Seite, sodass der andere Fuß mit einbezogen ist. Auch hier geht ruhig bis zu den Zehen. Geht über diese Fußsohle bis zu der Ferse, rollt die gesamte Fußsohle eben ab und ihr werdet merken, dass gerade nach Übungen, die den Fuß betreffen, das eine sehr angenehme Situation ist.
Wir wechseln jetzt aus diesen Zonen des Fußes hin zum Oberkörper und wechseln auch die Ausgangsposition. Das heißt, wir gehen jetzt in Bauchlage, legen unsere Zusatzgeräte beiseite und gehen in Bauchlage. Das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen die Arme nach vorn, wenn das möglich ist. Wir legen uns ab und beginnen im Wechsel, eine Schulter vorzuschieben und die zweite Schulter. Die erste Schulter und die zweite Schulter. Und wir bauen aus dieser Bewegung heraus eine ganz leichte Dehnung für die Bauchmuskulatur und die hüftbeugenden Muskelgruppen auf. Ihr geht in einen Unterarmstütz. Das Wichtige hier dabei ist, durchweg bleibt das Becken am Boden. Die Dehnung erfolgt aus der hüftbeugenden Zone über die Bauchmuskulatur bis hin zum Oberkörper. Für diejenigen, die diese Übung noch nicht kennen, bleibt einfach in dieser Position. Für diejenigen, die mit dieser Übung sehr gut zurechtkommen oder vorgeübt sind, diese können gern die Hände flach auflegen und ihr drückt euch langsam vom Oberkörper her nach oben. Durch den Abstand der Hände könnt ihr auch die Intensität variieren. Das heißt, sind die Hände etwas weiter vorn, ist es flacher, also weniger Dehnung. Sind die Hände etwas weiter heran, geht ihr automatisch höher und erhöht die Dehnung. Aus den Dehnungsübungen heraus wissen wir, dass genau diese Position auch im Gehirn ankommen muss, dass ihr eben diese selber halten könnt. Und dem dient diese nachfolgende Übung. Wir legen uns etwas ab, nehmen die Arme nach hinten, die Handflächen zeigen zum Boden. Ihr zieht den Oberkörper ganz leicht an. Wenn ihr merkt, dass es hier Schwierigkeiten in der Lendenwirbelsäule gibt, dass dort etwas wehtut, legt den Oberkörper wieder ganz ab und arbeitet nur aus den Armen. Wenn ihr gut zurechtkommt und vorgeübt seid, zieht ihr den Oberkörper etwas mehr an, die Blickrichtung ist senkrecht zum Boden gerichtet und ihr führt die Arme leicht nach vorn und wieder nach hinten. Auch hier könnt ihr darauf achten, lasst die Ellenbogen schön gestreckt und das Wichtigste ist, die Arme bewegen sich und der Oberkörper bleibt komplett stabil. Wir wollen ja in unserem Körper eine Funktion erreichen, in dem die Hauptgelenke, gerade wie das Schultergelenk und das Hüftgelenk, frei beweglich werden und die Wirbelsäule stabil arbeiten kann, um eben die Last, die Belastung von der Wirbelsäule wegzunehmen. Kommt ihr mit dieser Übung gut zurecht, legt ab, sammelt etwas Kraft, etwas Energie und wiederholt diese Übung von vorn. Ihr zieht den Oberkörper leicht an, nehmt die Arme nach vorn, wir arbeiten nach hinten in Richtung Becken und wieder nach vorn. Nach hinten in Richtung Becken und wieder nach vorn. Das könnt ihr gern 10, 15 Mal wiederholen. Atmet auf eine fließende Atmung, das ist wichtig, weil diese auch das Signal für den Blutdruck bringt. Das heißt, eine Pressatmung ist immer ein Blutdruckanstieg, deswegen atmet fließend durch. Wir schließen diesen Übungskomplex in der Rückenlage ab. Das heißt, wir drehen uns auf den Rücken, legen die Arme locker auf der Seite ab, stellen die Beine an, mobilisieren noch einmal das Hüftgelenk. Das heißt, ein Abstand zwischen den Füßen von ca. Schulterbreit und wir gehen leicht mit den Knien nach links, leicht nach rechts, leicht nach links. Und ihr weiter den Bewegungsumfang, bis ihr langsam die Knie auf einer Seite ablegen könnt. Bleibt kurz in dieser Position, dreht den Kopf nach der Gegenseite, löst auf, wechselt noch einmal die Seite, bezieht den Kopf mit ein, dreht nach der Seite und wir lösen langsam wieder auf, kommen mit den Beinen nach oben, kommen in den Sitz und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Einheit. Ich wünsche euch sportfrei, macht die Übung schön regelmäßig und werdet merken, von Mal zu Mal wird es immer besser. Wir sehen uns morgen wieder.
Tschüssi.